Seid herzlichst gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern, zu Tomb Raider 1, dem ersten und besten, schönsten Spiel aller Zeiten. Wir sind in Francis Folly gelandet und da muss man gleich die zwei Kollegen hier beseitigen. Geht mit der Shotgun eigentlich echt schnell. Oder du springst schnell hier links oder rechts auf diese Mauer quasi, bisschen hin, also so eine bisschen Mauer links oder rechts, da bist du sicher und kannst sie erledigen. Und da schauen wir mal die hübschen Texturen an. Wow. Gut, also die zwei Kollegen haben wir erledigt und ja, wenn man Anniversary gespielt hat, wird es einem fast ein bisschen bekannt vorkommen. Aber da sind dann auch so Säulen und man sieht hier quasi, dass da oben ein Medipack liegt, sieht man hier schon. Man kommt aber hier erstmal nicht raus. Da hinten ist zu. Jetzt müssen wir das da hinten irgendwie aufmachen. Und ja. Man kann zwar jetzt hier rauf und so, Scherze, da oben ist auch noch eine Tür. Und wir machen jetzt erstmal, wir schauen es mal in meiner Lösung an hier, laraweb.de. In der Halle steht rechts ein grauer Quader, den du einmal auf die Omega-Bodenplatte ziehst. Hier ist die Omega. Da darf man jetzt aber nicht drauflatschen. Jetzt warte. Siehst du, das, da ist diese Omega-Bodenplatte. Nee, und? Noch eine. Hä? Da sind zwei. Witzig. Und das ist die Omega-Tür, oder? Nee, wo ist denn die? Wurscht, wenn man jetzt da drauflatscht. Also, den du... den du einmal auf die Omega-Bodenplatte in Richtung Eingang ziehst. Also der Eingang war da, oder? Da sind wir rein, wo die Kollegen liegen, oder? Da ist der Eingang. Genau. Und jetzt ziehen wir das Ding einmal auf die Bodenplatte. Jetzt sehen wir hier die Tür und jetzt und dann so weit wie möglich zurückschiebst. Dann so weit wie möglich zurückschiebst. So jetzt, oder? Schauen wir mal. Hat sich jetzt was getan? Gehe dann in die geöffnete Tür am Ende der Halle, aber ohne die Omega-Bodenplatte zu berühren. Warte. Am Ende? Der müsste jetzt am Ende offen sein, oder wie? Ist aber nicht. Aber was habe ich denn da jetzt wieder falsch gemacht? Die war doch schon zu sehen. Warte, wenn ich jetzt da irgendwo drauf latsch. Was habe ich denn da wieder? Aber ohne die Omega-Bodenplatte zu berühren. Steht rechts ein Grauquader, den du einmal auf die Omega-Bodenplatte in Richtung Eingang ziehst und dann so weit wie möglich zurückschiebst. Warte. Ach, zurückschiebst. Moment. Ja, da habe ich jetzt falsch. Also auf die Omega-Bodenplatte Richtung Eingang. Der muss auf beiden Omega-Platten mal gestanden haben, der Quader, oder wie? Und dann so weit wie möglich zurückschiebst. Also dann so, oder wie? Jetzt geht die auf. Omega. Also gut, also man muss das Ding auf beide Omega-Bodenplatten schieben und dann geht das Ding auf, oder? Warte. Da sind zwei Gorillas. Mhm.
Ah, nee. Wo sind denn die? Da ist einer. Da ist noch einer. Ah, da. Du. Komm her. Ja, komm halt. So. Was ist jetzt hier mit dem Boden? Omega, gut. Ich mag nicht mehr. Also man muss den Guarda auf beide Omega-Bodenplatten schieben. Safe Game. Bis halt die Tür aufgeht. Falls du die Omega-Bodenplatte betreten hast und die Tür geschlossen ist, kannst du sie mit dem Hebel rechts oben öffnen. Rechts oben. Hebel rechts oben. Der da, oder? Falls mal wieder irgendwann müssen wir vielleicht auch wieder raus, oder? Dann geht's da wieder auf, oder? Und das Ding schließt aber wieder, oder? Es ist offen und jetzt. Nee, jetzt haben wir es wieder offen. Jetzt kommt der. Nee. Dachte doch. Ah, jetzt kommt der Pierre schon. Hallo. Warte, Moment. Ich muss den anderen Hebel, den muss ich auch noch drücken, warte. Den müssen wir auch noch machen. Komm. Und draußen läuft jetzt der Pierre rum, den. Und jetzt kommt noch ein Affe. Da, komm her. Und jetzt müssen wir einen Pierre vertreiben. Da reichen auch Pistolen, aber ich habe jetzt so viel Shotgun. Jetzt hauen wir ihm mal die Shotgun um die Ohren. Der läuft, wo läuft denn der? Da ist er, siehst du? Müssen wir den vertreiben. Da hinten muss er. Irgendwo läuft er noch rum, oder? Ah, da ist er. Ah! Umbringen kann man den ja nicht mehr, also da würden aber Pistolen auch reichen. Den muss der, man muss jetzt warten, bis der ab, also schießen und warten, bis er abhaut, freiwillig, oder? Weil der kommt noch mal, also später irgendwann. Jetzt ist er weg, oder? Jetzt könnte er weg sein. Du kannst ihn jetzt noch nicht erlegen, aber er verschwindet nach einiger Zeit wieder. Klettere dann auf den grauen Block, den du vorhin so weit wie möglich weg vom Eingang des Levels geschoben hast. Aha, also so weit wie möglich. So weit wie möglich weg vom Eingang des Levels und springen mit Anlauf griff zu dem Pfeiler daneben. Jetzt können wir ja, jetzt haben wir die Dreckstür offen. Oder? Jetzt kann man den so weit wie möglich wegschieben. Den Hebel haben wir gezogen, gell? Da drinnen. Mann, Mann, Mann. Und die Tür ist noch offen, oder? Ja, genau. Okay, und den Hebel da drin haben wir gezogen. Ah, weil dann da hinten offen ist, links oben, oder? Und jetzt müssen wir da raufspringen. Das Spiel nicht so gut. Also gut. Darauf. Ah, nee. Normaler Sprung, oder? So, genau. Hoch zu singen. Springe ebenso zum nächsten höheren Pfeiler mit Medipack nehmen. Da oben, das wir schon gesehen haben, oder? Genau. Oh, sehr schicke Decke. Ja, gut. Machen wir mal. Huch, das war irgendwas. Speichern wir mal. Ja, das Level kann hier noch dauern, Freunde. Das kann ich dir schon hochzuziehen. Und zwei Schritte vor der Kante wieder zurück auf den ersten Pfeiler, dann auf den ersten Pfeiler. Und dann geht es mit Anlauf griff auf den Pfeiler in Richtung Eingang.
Man könnte auch gleich dahin springen, oder? Eingang ist da hinten, oder? Und da ist der Ausgang. Kann man nicht gleich dahin springen? Ah, nee! Ich krieg Flöhe, jetzt mache ich nicht mehr. Mit Anlauf hätte man springen können. Ach komm. Warte. Mit Anlauf, oder? Weil wir müssen jetzt da rauf irgendwo da rein. Aha, oder? So. So. Ach komm! Ach, der Joystick. Notgrün. Mag ich gleich nicht mehr. Da in den Gang müssen wir rein, oder, Freunde? So. Da. Richtung Eingang und dann mit Anlauf nach links auf den Vorsprung an der Wand. In diesem Raum sind einige schräge Blöcke. Gut, aha. Oh, da kommt jetzt der berüchtigte Drei-Schrägen-Sprung, oder? Oh, wow. Ah ja. Oh, nee. Da ist auch nicht. Oh, da oben. Ist das jetzt für ein Geheimnis oder wie? Schwierige Sprungkombinationen ausführen, um nach oben zu gelangen. Stell dich mit dem Rücken an den rechten Block am Eingang. So, oder? So dass Laras linker Fuß auf dem Streifen mit dem kleinen, mit den kleinen Dreiecken steht. Ach komm. Streifen mit den Dreiecken, das ist der, oder? Ach Gott, Moment, langsam. Oh nee. Stelle dich mit dem Rücken an den rechten Block am Eingang. Ah, warte. Moment, ja. So, oder? Warte. So meine ich, oder? Sodass Laras linker Fuß. Genau, jetzt steht Laras linker Fuß auf dem Streif, so meine ich, oder? Auf dem Streifen mit den kleinen Dreiecken, oder? Springe dann vor auf den linken Block, dort sofort zurück auf den rechten und hier sofort nach vorne, sodass du oben auf dem Vorsprung landest. Jetzt probieren wir das mal. Safe Game. Jetzt vor, zurück, warte. So. Vor, zurück, vor, ah! Also komme ich nicht drauf, nee. Nee. Laden nochmal, habe ich da gespeichert. Springen. Ach komm! Das muss doch gehen. Load Game. Ich bin irgendwie noch ein bisschen falsch ausgerichtet. Sprung. Jetzt siehst du. Und festhalten. Hast du gesehen? Also da kannst du jetzt 3 Jahre rumprobieren. Also speichern. Safe Game. Also da vorspringen, dann zurückspringen und wieder vorspringen und jetzt bist du hier oben und hier musst du jetzt ebenso wieder mit so einem komischen Sprung nach oben. Jetzt warte, das kriegen wir jetzt noch so hin, oder? Warte. So, oder? Vor, rück, hoch. Ja, schau her, das weiß ich noch. Gut, das ist jetzt ein Geheimnis, oder wie? Ah, das ist Hemmnis 1. Oh. Genau. Das ist der berüchtigte Drei-Schrägen-Sprung, der kommt noch ein paar Mal. Geheimnis 1, wobei du die einstürzende Bodenplatte vermeidest, lasse dich dann vorsichtig über den Vorsprung. Ja, warum? Was kann man mit der? Ach so, ist da. Machen wir mal Safe Game, was ist denn da los? Ding, da ist ein Tor. Ah, da geht's arg weit runter. Na gut. Load Game. Na gut. Ja, ist klar. Müssen wir anders. Ist irgendwie einfach wieder runter jetzt, komm. Ah, nee, ich mag nicht mehr hier meine Gesundheit, Load Game. Lässt zu wünschen übrig.
Springen wir mal davor, dann landen wir auf der Schräge. Genau. So, und jetzt genau. Hallo. Drei Schrägen. Aha! Drei Schrägensprung. Gut, jetzt haben wir das. Ach, das war jetzt für eine Handvoll Dollar Wahnsinn. Aber das haben wir jetzt. Geheimnis Uno. Safe Game. So, auf dem Pfeiler Medipack von das was und springe draußen zurück auf den Pfeiler von vorhin und wieder auf den hohen Pfeiler, auf dem du das Medipack gefunden hast. Aha, jetzt müssen wir wieder auf den da, der wo wir da das der da wo wir das Medipack gefunden haben. Kommen wir da hin? Naja, werden wir doch sicher hinkommen. Kann ja noch dauern, Freunde. Safe Game. Springen wir da hin. Dann springen wir dahin. Hoppla. Und jetzt springen wir da darauf, oder? Also das war jetzt für ein Geheimnis. So, jetzt sind wir wieder da. Da war das Medipack. Und jetzt ist er darüber, oder? Warte. Speicherung. Kann hier noch da. Safe Game. Kann hier noch dauern. Von dort springst du mit Anlauf auf den linken braunen Vorsprung an der Wand und ebenso von Vorsprung zu Vorsprung weiter an der Wand bis zu der geöffneten Tür über dem Eingang. Aha. Na, das machen wir. So. Und jetzt dahinter zu der Tür, oder? Werden wir doch mal ein paar Meter hier hinkriegen, hier ohne Absturz. Wahnsinn. Und jetzt einfach rüber. Hahaha. Entschnau geht's da rein. Oh, 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 oh. Was wird uns da erwarten? Ja, einfach mal rein. Oh, oh, oh. Au, da kommt der nächste, oder? Au, au, au. Au. Oh ne, jetzt kommt der nächste Affensprung. Hier kommst du zu einer Schräge und zu einem äußerst schwierigen Sprung. Also vorher speichern, rutsche hinab und springe kurz vor dem Ende der Rampe hoch. Nicht vor. Also nur hochspringen, nicht vorwärts drücken, nur hochspringen, springen drücken, sodass Sarah auf der kurzen. Auf der kurzen Rampe darunter landet. Hier springst du schnell mit Griff nach vorne und ziehst sie in die Öffnung. Oh, wow, zu Geheimnis 2. Also das kannst du auch weglassen, aber das ist für Geheimnis 2. Oh, warte. Und ich habe immer noch nicht die Magnum. Springe kurz vor dem Ende hoch, sodass Lara auf der kurzen Rampe darunter... Ah, ja, ja, ja. Da ist eine kurze Rampe drunter. Hier springst du schnell mit Griff nach vorne. Ah, genau. Also. Warte. Da ist so ein Wasserbecken. Da kommt. Also man muss das nicht machen, aber für das Geheimnis machen wir es, oder? Für Geheimnis 2. Safe Game. Hochspringen, warte. Und dann vor und festhalten. Warte, kurz vor Ende hochspringen. Bang. Und jetzt. Hast du ja. Oh. Hallo, hast gesehen? Klingeling. Oh nee, ich krieg einen Orden. Schau her. Erster Versuch. Safe Game. Wahnsinn, hast gesehen? Also du, normal kannst du einfach runterrutschen und da im Wasser landen. Da mit dem schicken Krokogator. Aber wenn du hier die Rampe, die kleine Rampe da unten erwischst, kannst hier reinspringen und hier das Geheimnis abgreifen. Medipack und Munition. Trick, man kann auch, naja, das kannst du auf einer Homepage nachlesen. Und jetzt müssen wir aber den Kollegen beseitigen noch da unten. Trick steht auf einer Homepage, laraweb.de. Geh wieder zum Wasser und erlege das Krokodil. Falls es wegschwimmt, musst du weitergehen und zu dem anderen Wasserbecken und ihm von dort den Rest geben. Also jetzt müssen wir schauen, dass wir das Krokodil irgendwie noch wegkriegen. Scheiße.
ist das Vieh natürlich weg. Da ist es. Ah. Da, ach komm, ich nehme jetzt mal Pistolen. Wo sind sie denn? Da. Da ist er. Komm. Ach nee, man sollte das hier erlegen, weil das frisst dich. Du musst jetzt ins Wasser rein. Da ist er. Jetzt haben wir ihn. Jetzt auf der Schusstaste bleiben. Siehst du, jetzt visiert sie immer noch. Schusstaste bleiben. Und wenn wir, jetzt müssen wir 3 Stunden warten, dann kommt er wieder. Man sieht jetzt quasi, wo das rumschwimmt. Also ich bin immer noch auf der Schusstaste, aber sie schießt erst, wenn es wieder in Sichtweite kommt. Dann kann man jetzt 3 Stunden warten. Sollen wir das machen? Was ist derweil, lesen wir mal. Zum anderen Wasserbecken und ihm von dort den Rest geben. Drücke aber noch nicht den Hebel. Hier hinten. Springe ins Wasser und tauche zu der kleinen Öffnung in der Decke, wo du Geheimnis 3 findest. Dann tauchst du zurück und drückst den Hebel, um das Wasser abzulassen. Genau. Aha. Also der kommt jetzt nicht mehr, das ist klar. Aber die Kamera zeigt jetzt quasi, wo der rumschwimmt. Das ist bei allen Gegnern so. Wenn du den einmal im Visier hast und auf der Schusstaste bleibst, ja, bloß kommt der dann manchmal, meistens nicht mehr. Na gut, den speichern wir da mal ab, komm. Hebel noch nicht ziehen, weil Hymnus 3. Spring ins Wasser und tauche zu der kleinen Öffnung in der Decke. Das machen wir jetzt mal. Wo ist denn da eine kleine Öffnung in der Decke? Da, oder? Ah, jetzt kommt der Kroko. Das ist eine Strömung. Scheiße. Hey, hallo. Ah, tauche zurück. Komm, geh raus. Da ist Hymnus 3. Oh, da kriegst du für eine Handvoll Dollar. Für eine Shotgun-Packung hier, hallo. Nimm's halt, Mensch. Geheimnis 3 Munition oder die Shotgun, falls du sie noch nicht hättest, oder? Dann tauchst du zurück und drückst den Hebel, um das Wasser abzulassen. Genau, jetzt speichern wir mal. Self-Game. Wo soll ich denn da zurücktauchen? Um das Wasser da jetzt, oder? Um das Wasser abzu... Ah! Schnell, jetzt kann man den... Kann man den jetzt nicht noch... Ach, da! Jetzt haut er wieder ab. Komm, jetzt ziehen wir den Hebel. Jetzt ist das Wasser weg, oder? Jetzt kann man sich runterlassen. Und jetzt rennt aber das Vieh noch rum, oder? Tatsächlich. So, hat ihn. Gut, Freunde, jetzt können wir speichern. Jetzt geht es hinab in den Kanal. Falls du das Krokodil vorher erlegt hast, wo noch Wasser drin war, dann schwebt es jetzt da in der Luft. Das Tote. Also, da würde es hier in der Luft schweben. Witzigerweise. Gut, Freunde, was machen wir dann? Am anderen Ende findest du den Ausgang, der dich... Oh, jetzt kommen wir endlich in die riesige Main Hall, oder, Freunde? Da, wo du da auch schon vermutest. Ah ja, ah, oh, siehst du, jetzt sind wir, jetzt kommt es dir wieder bekannt vor, gell? Den Anniversary, da auch die riesige Hall, die... Oh. Oh nee, da speichert, da pflanzen wir uns jetzt hin und speichern. Und jetzt müssen wir die 4 Schlüssel suchen, oder? Oh wei, 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 da kannst aber. Mit mehreren, riesige Halle, große Halle mit mehreren Etagen. Es geht nun darum, dass du 4 Hebel findest und damit 4 Räume öffnest, in denen 4 Schlüssel für den Ausgang. Also, ist bekannt, oder? Springe mit Anlauf auf den mittleren. Wie spät haben wir es denn?
Wir haben noch 5 Minuten. Naja, oder sollen wir da jetzt Pause machen, oder? Das dauert hier noch, Freunde. Das kannst du, aber. Das gibt's hier ein Flight-Sheet? Nee, glaub nicht, oder? Naja, dann machen wir hier mal Pause, oder? Wir müssen erstmal zur Mitte, oder? Und da kommen schon die Bösen. Na, das, hey. Ach, nee, gut. Was soll denn das für ein Vieh? Das machen wir jetzt noch, komm. So, jetzt aber. So, dann pflanzen wir uns jetzt dahin und speichern. Schenken, da hängt da was. Da hängt noch eine Fledermaus. Ja. Da unten. Ja, speichern wir nochmal. Naja, dann machen wir das im nächsten Video, oder? Safe Game. Jetzt muss ich hier, das kann noch dauern. Da stehen ja die Namen. Es ist Neptun, oder? Kann das Neptun? Ja. Neptune. Neptun, jetzt kann man es lesen. Gut, jetzt sind diese 4 Räume da. Oh Gott. Gut, naja, dann machen wir da Pause. Okay, danke fürs Zuschauen. Haben wir schon gespeichert, gell? Danke fürs Zuschauen. Seid mir bitte auch weiterhin wohlgesonnen und schaltet ein und tragt meine Botschaft hinaus in die weite Welt. Tschüss, bis gleich.